Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Hoffentlich mein letzter Tag in Quarantäne. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es so unordentlich, gar nicht auf der Kamera. Ich habe eigentlich alles dumm herumgeräumt. Ich habe so ein bisschen langsam, aber sicher die Kontrolle über mein Leben verloren. Ja, ich hoffe einfach, ich komme hier morgen raus. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, du bist jetzt schon 2018 unterwegs gewesen mit dem Backpack. Jetzt bin ich schon wieder knapp 4 Monate bald unterwegs. Und deswegen mal die Frage: Soll man alleine reisen? Sollte man ja mit einem Kumpel reisen, mit einer Freundin reisen? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Ich möchte ganz gerne einfach mal anfangen, erstmal mit den Vorteilen. Man hat super viel Freiheit, man ist super flexibel, man muss sich einfach nie absprechen. Man kann machen, was man möchte. Man hat jetzt heute im Sinn, dass man, ja, dass ich morgen in den Nationalpark möchte nach La Fortuna und ich kann es einfach machen. Kann so lange ausschlafen, wie ich möchte, das ist total entspannt. Also man hat generell viel mehr Freiheiten, viel mehr Flexibilität und man muss einfach keine Kompromisse treffen. Das ist ein unwahrscheinlich großer Vorteil, einer, den ich nicht missen möchte aktuell. Pro Punkt Nummer 2 liegt auch offensichtlich auf der Hand. Wenn man Kompromisse finden muss, irgendwann ist immer eine Person unzufrieden und das führt zwangsläufig zu Stress oder Meinungsverschiedenheiten. Ich sag mal, so länger man aufeinander draufhockt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass an irgendeinem Punkt man einfach keinen Bock mehr aufeinander hat oder die Meinungen so doll auseinandergehen, dass ja, der eine unbedingt in den Dschungel möchte, der andere möchte am Strand chillen und nichts machen, der eine möchte ein Airbnb haben, der andere möchte ins Hostel und ja, deswegen ein weiterer Punkt: Wenn man alleine ist, kein Stress und weniger Verantwortung, nur für einen selber. Pro Punkt Nummer 3, auch nicht zu vernachlässigen, hat man vielleicht so erstmal gar nicht direkt immer auf dem Schirm, mehr Challenges. Wenn man alleine ist, muss man ja die Verantwortung für sich selber übernehmen und sich um alle Dinge selber kümmern. Man muss, oder man lernt schneller Entscheidungen zu treffen, man lernt schneller und offener auf Leute zuzugehen, hey, man muss auf einmal mit Leuten sprechen, weil es macht ja kein anderer für einen oder niemand anders ist da, mit dem man sich unterhalten kann. Von daher, auch wenn man jetzt Sprachprobleme hat mit Englisch oder Spanisch, man lernt deutlich schneller die Sprache. Also mehr Challenges, man muss sich einfach viel mehr selber herausfordern, weil keine andere Person da ist, der man das überbügeln könnte oder die das für einen klärt. Ganz wichtiger Punkt, sage ich immer so, für mich ist Reisen wie ein Crashkurs fürs Leben. Also man lernt so viele Dinge über sich selber, über das Leben und ja, man lernt einfach Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Letzter Punkt, pro Punkt auf jeden Fall auch ganz wichtig, Offenheit. Ja, man wird einfach noch viel offener, man tritt noch viel häufiger mit Menschen in Kontakt. Auch Menschen kommen viel häufiger auf einen zu, weil man ist alleine, dann ist die Barriere nicht so groß. Dann kommen sowohl Einheimische zu einem und fragen, hey, was sitzt du hier alleine in dem Bus? Was geht ab? Oder ja, auch Leute aus dem Hostel kommen viel schneller mit dir ins Gespräch. Wenn man halt auf seiner Muttersprache mit einem Kumpel, mit einer Freundin redet, dann hat man halt gleich schon so eine Bubble, so eine Zone, wo halt Leute gar nicht reingehen. Die wissen, hey, ihr seid da irgendwie zu zweit in eurer Bubble und keiner geht dann so richtig da rein. Das Schöne ist beim Reisen, die meisten sind wirklich allein unterwegs, die meisten, das ganze Hostel ist eigentlich voller Alleinreisenden. Gerade unter Alleinreisenden ist es auch immer super unkompliziert. Man schnackt kurz, man merkt, okay, hey, man versteht sich. Dann unternimmt man einfach was zusammen für ein paar Tage, vielleicht auch für ein paar Wochen, vielleicht auch dann irgendwann in dem nächsten Land wieder. Das ist das Coole normalerweise beim Reisen. Die meisten Leute sind alleine unterwegs. Man knüpft super offen und schnell Kontakte. Und das macht für mich das Reiseleben auf jeden Fall auch aus. Für mich persönlich, ich würde mit einem Kumpel nur kurz mal zusammen reisen, aber jetzt nicht über einen längeren Zeitraum. Mit einer Freundin wäre das was anderes, das würde ich halt schon gerne, das ist schon so ein kleiner Traum von mir quasi, wenn man jemanden finden sollte, mit dem alles super passt und man dieselben Vorstellungen hat, vielleicht auch grob dieselben Länder, die ihn interessieren. Das wäre schon eine coole Nummer, aber ja, mit einem Kumpel würde ich immer nur kurzzeitig zusammen reisen, aber im Endeffekt dann doch das Ganze alleine machen. Es gibt aber auch ja, Nachteile, Kontrapunkte, die ich an dieser Stelle euch nicht verheimlichen möchte. Und ja, für mich größter Kontrapunkt Nummer 1, Smalltalk. Ich hasse Smalltalk und das wird euch jeder Reisende sagen, der längere Zeit unterwegs ist,
Smalltalk ist einfach nur ätzend. Niemand erfüllt das, wenn man ja in einem Hostel kommt und die typischen Fragen, hey, aus welchem Land kommst du, wo wohnst du genau, was ist deine Arbeit, wo warst du schon überall reisen, wo gehst du als nächstes hin? Es sind einfach immer dieselben Konversationen und es ist einfach nur ätzend. Deswegen, ganz wichtiger Tipp, habe ich auch in dem Buch, an dem ich gerade arbeite, geschrieben, was man stattdessen für Gespräche öffnen könnte in den Hostel, anstelle von den ganz normalen Smalltalk-Phrasen, auf die wirklich kein Reisender Bock hat, die einfach niemanden nützen. Nachdem man die Frage gestellt hat, kennt man die Person nicht besser, man hat quasi nicht wirklich eine Beziehung zu der Person aufgebaut und man ist hier einfach nur auf die Nerven gegangen. Deswegen, ganz großer Nachteil, man fängt immer wieder bei Null an, man lernt immer wieder Leute neu kennen und man baut nie so eine richtig tiefe Connection auf. Ist einfach unmöglich. Deswegen Kontrapunkt auf jeden Fall, wenn man allein unterwegs ist, immer wieder Smalltalk. Ja, Punkt Nummer 2 habe ich auch schon angeschnitten, keine tiefe Bindung. Damit ist vor allem auch gemeint, ja, wenn man immer wieder nur für 1, 2, 3 Tage Leute kennenlernt, ja, dann ist die Bindung einfach nicht so stark, als wenn man jetzt, ja, mit einer Person reisen ist, man hat die ganze Zeit aufeinander, man hat so viele Challenges, das heißt, man lernt wirklich jede Facette voneinander kennen. Sowohl, wenn man das mit einem Kumpel macht, wächst man ziemlich gut zusammen, als auch mit einer Freundin oder mit einem Freund, lernt man sich selber super gut kennen und man, ja, man wächst einfach zusammen, man baut eine sehr starke Bindung zueinander auf und diese Bindung hält in der Regel auch einfach ein Leben lang, beziehungsweise man vergisst es einfach nicht wieder. Letztendlich sind wir soziale Wesen und das, was Leben eine sehr tiefe Bedeutung gibt, ist nun mal die Bindung, soziale Bindungen zu anderen Menschen. Und deswegen, ja, das muss ich offen gestehen, fehlt mir auf jeden Fall dauerhaft eine stabile Bindung zu irgendwen zu haben, weil einfach die Menschen durchgehend wechseln und das nach einer Weile ziemlich anstrengend werden kann, weil man einfach nicht wieder die Energie hat. Jetzt schon wieder die nächste, hat man gerade eine gute Bindung zu einer Person aufgebaut und schon muss man wieder von vorne anfangen. Auch ein weiteres Thema hängt auch mit der Bindung zusammen. Kontrapunkt Nummer 3, Erinnerungen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich war mal einen Monat lang mit meinem besten Kumpel unterwegs in Amerika und ja, wir können darüber heute noch albern, uns Geschichten erzählen und es hat uns einfach super zusammengeschweißt. Ja, es ist einfach geil, diese Erinnerung kann uns keiner mehr nehmen, die haben wir zusammen verbracht. Und ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, über die hunderten Leute, die ich auf meinen Reisen kennengelernt habe, ja, die sind irgendwo da, aber wenn ich jetzt wieder nach Hause kommen würde in meinem gewohnten Freundeskreis, ja, ich kann halt nicht die ganze Zeit davon erzählen, was ich so Tolles erzählt habe. Es interessiert halt im Prinzip keinen, weil es halt niemand miterlebt hat. Und ja, das ist halt für mich mittlerweile, muss ich auch sagen, ein sehr großer Kontrapunkt, weil man einfach, ja, alle Erinnerungen quasi für sich selber hat, aber man teilt sie mit niemandem. Und das ist schon schade, wenn man nicht mit seinen Freunden irgendwie zu Hause oder mit seinen Freundin darüber philosophieren kann. Dann hat man irgendwie im Nachhinein gefühlt es selber erlebt, aber man kann es halt nicht teilen. Oder niemand versteht es so wirklich. Ja, ein weiterer großer Punkt für die meisten Solo-Traveler, der irgendwann kommt, der ein oder andere stärker und der andere schwächer fühlt, ist Einsamkeit, logisch. Man ist die ganze Zeit mehr oder weniger alleine. Gut, man trifft halt Unmengen coole Leute, aber niemand weiß so wirklich, wer bin ich. Ne? Also ich könnte mich jeden Tag wieder aufs Neue verstellen. Wie gesagt, die Bindungen sind immer nur für ein paar Tage meistens vorübergehend. Und deswegen hat man dann irgendwann auch so ein gewisses Einsamkeitsgefühl, was jetzt nicht zu verbittert klingen soll. Aber ja, es ist einfach keiner da beständig an einer Seite und von daher ist es schon so ein Ding, wo ich sage, hey, es hat durchgehend, es hat definitiv Vorteile, mit einem festen Partner zu reisen. Das wäre, wie gesagt, mein Wunschszenario auch, was ich mir durchaus sehr gut vorstellen könnte, wenn alles passt. ansonsten, ja, könnte man immer wieder oder von mir aus auch gerne bald mal, wenn man auch einen Kumpel trifft, mit dem man sich super versteht, einfach mal eine gewisse Zeit lang zusammenzureisen, über einen Monat oder so vielleicht auch, vielleicht auch mal 2 Monate und sich dann einfach auf ganz entspannter Basis mal wieder trennt, ungefähr wie das mit dem Lennart schon war. Das ist auf jeden Fall auch immer eine coole Sache, finde ich, wenn man immer zwischendurch einfach, ja, sich längere Bindungen schafft
und nicht immer nur alles wechselt. Das ist auf Dauer für mich zumindest zu anstrengend und nicht unbedingt lebens- oder wünschenswert für die nächsten Monate oder Jahre. Ja, das soll es gewesen sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, ja, habe ich euch hiermit geholfen oder eher Angst gemacht? Alleinreisen macht super viel Spaß. Dauerhaft ja, finde ich das dann aber doch besser, immer wieder mit Leuten zusammen zu reisen oder Wunschszenario mit einem festen Partner. Aber wenn kein Partner da ist, macht man es eben alleine. Und ja, das ist die Kernaussage des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin schon wieder super müde. Ich lege mich gleich schlafen, nachdem ich gegessen habe. Und ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Morgen geht's in den Dschungel und dann nehme ich euch natürlich mit. Bis dann, haut rein, ciao.